So Leute, willkommen zurück zu Demon. Wir müssen noch die rechte Wand angucken. Ja, die verneigen sich vor einer Gottheit, die ich auch nicht als Digimon identifizieren kann, aber das da ist ein Digimon. Habe ich auch nicht nachgeguckt, wie es heißt. Ich guck's jetzt nach. So, ich mache das jetzt live, weil ich hab's vergessen nachzugucken. Sage ich ganz ehrlich, mein Internet macht gerade Faxen, dementsprechend kann das einen Moment dauern. Ich kann ja derweil mal weitermachen. Die Entdeckung dieser Mineralien hat zur schnellen Entwicklung der Region in jüngster Zeit beigetragen. Und bei einer stark wachsenden Bevölkerung verschwinden natürlich auch die Menschen. Ich habe irgendwie den Namen falsch eingegeben. Es waren übrigens die vier Souveränen. Darüber sollte ich es finden. Das weiß ich zumindest wieder. Ah, da. Souveräne. So, wie hieß das Viech, das ich suche? Der Anführer von denen. Huanglongmon war es. Genau, mit Azulongmon. Das hatte ich beim letzten Mal gemeint. Da habe ich falschen Namen gesagt. Tut mir leid. Tsukiaomon, Bayumon und Ebon-Wumon. Genau. Und Huanglongmon, das dürfte das sein. Also das sieht ihm zumindest sehr ähnlich. Aber Huanglongmon hat, glaube ich, noch Hörner, die das nicht hat. Aber von den Augen her könnte es passen. Ja, schwindende Ressourcen, Bevölkerungsschwund. Damit beschäftigt sich niemand gern. Ich vermute, dass die Felsrutsche eine Folge der unkontrollierten Entwicklung seit der Showa-Periode sind. Stimmt, in Japan gibt es ja immer diese Perioden. Genauso wie in China spricht man ja auch immer von den Zeitaltern halt, der Edo-Periode. Nee, das Edo ist, glaube ich, Japan. Untersucht man das Problem Stück für Stück, ergibt sich eine logische Erklärung für die Legende. Das glaube ich zumindest. Ja, aus der Vergangenheit zu lernen, kann uns im Hier und Jetzt helfen. Wow, vielen Dank, Professor. Das war ein unerwarteter und wunderbarer Unterricht für uns. Ja, vielen Dank, Prof. Hey, sei etwas respektvoller. Also, das wäre eigentlich schon respektvoll genug bei uns, aber in Japan ist das halt nochmal eine andere Form des Respekts. Was ist denn mit der Wand? Ist das etwa Schrift? Ja, das sind Digimonji. Ich könnte jetzt sogar nachgucken, was die genau bedeuten, aber dann müsste ich das japanische Wort halt wieder lesen. Und dafür ist mein Japanisch leider zu schlecht. Ich kann leider, bis auf so ein paar Wörtchen, kann ich leider kein Japanisch. Dementsprechend dumm gelaufen, kann ich euch nicht übersetzen. Aber dann nehmt euch ruhig mal die Zeit und übersetzt das mal selber. Vielleicht findet ihr was raus. Sind das Zeichnungen oder eine Art Text? Ja, sowas in der Art. Das Wandgemälde enthält ganz viel komisches Zeug. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hier steht etwas. Vielleicht kann ich es lesen. Nein, ich verstehe kein Wort. Aufgrund meiner Untersuchungen glaube ich, es heißt Agumon. Wie ich herausgefunden habe, hat jeder Kimonogami einen eigenen Namen. Wirklich? Es muss also eine Menge von ihnen geben. Wie gesagt, storytechnisch ist das bisschen Grauzone, aber wir genießen das Spiel trotzdem. Ja, was zur Hölle war das? Oh, du bist's, Mio. Was ist denn? Ist das passiert? Es ist so ein komischer Chaos aufgetaucht, also bin ich abgehauen. Ah, oh nein, habe ich Saki zurückgelassen? Diese Stimme, Saki? Es kam von draußen, in der Nähe des Schreins. Komm, gehen wir. Ja. Wieso ist es denn plötzlich so neblig? Ja,
Als wir vorhin hier vorbeigekommen sind, war nichts davon zu sehen. Wenn wir jetzt da rausgehen, verirren wir uns genau wie die anderen. Was denn mit Saki? Dieser Schrei eben. Bleib weg von mir. Was zur Hölle war das? Ein Gotsumon. Wird sie gerade angegriffen? Du meinst von einem Perversen oder so? Ein Perverser auf einem Berg? Es ist Jiraiya, ich hab's gewusst. Die Ähnlichkeit ist auch verblüffend. Vielleicht ist es ein Wildschwein oder so. Ich glaube, ich kann den Knurren hören. Boah, hey. Habe ich mir das eingebildet oder hat er was aufgeleuchtet? Wir sollten schnell in die Richtung ihrer Stimme gehen. Täuschen mich meine Augen? Ich kann kaum was erkennen. Dieser Nebel, echt komisch. Mann. Mir ist ja auch unheimlich. Aber nicht so unheimlich wie Sakis Schreie. Ja. Hey Saki, Ryo, alles in Ordnung? Moment, da ist was. Was ist das, eine Art Statue? Nein, nein, das Ding bewegt sich. Was um alles in der Welt? Das kann doch nicht sein. Oh, Gotsumon. Warum schreit es denn so? Und wieder dieses Geräusch. Es kommt also von diesem Ding? Bleib zurück, du Biest. Was ist das? Hey, was ist da los? Ich habe da hinten Schreie gehört. Mio, du warst die ganze Zeit hier? Was? Kaito? Wieso bist du hier? Halt durch, Saki, wir kommen. Bist du das, Aoi? Nein, bleib bloß weg. Nein, kommt her und helft mir. Das komische Ding schaut hier rüber. Was sollen wir machen? Wir können sie nicht einfach im Stich lassen, selbst wenn sie sagt, dass wir es machen sollen. Ja. Einschreiten. Nehmt euch einen Stein, haut auf das Vieh drauf, werft irgendwas. Mein Gott, macht was. Ich meine, klar ist ein Gotsumon. Ich weiß das, aber die wissen das nicht. Diese komische Statue hat die anderen im Blick. Eine Kreatur? Nein, ein Monster? Worauf wartet ihr? Kommt endlich her! Könnte das ein Kimonogami sein? Nein, wie sollte es möglich sein? Der Professor ist uns aus dem Schrein gefolgt. Wir müssen die anderen vor diesem Monster retten. Wir glauben, so näher herangehen und reden. Versuchen wir mit ihm zu reden. Ist übrigens bei Wildtierangriffen oftmals tatsächlich eine valide Taktik. Das wissen viele nicht, aber das stimmt. Wildtiere greifen nämlich in der Regel Menschen eigentlich sehr, sehr ungern an, aber es kommt oftmals zu Verwechslungen. Und wenn man auf ein Tier einredet, dann realisieren manche Tiere erst dann, dass man eigentlich ein Mensch ist und ja, greifen dann nicht weiter an und lassen von einem ab. Das funktioniert teilweise sogar bei Bären. Ich meine, klar, in der Regel sollte man zusehen, dass man nicht in so eine Situation gerät, in der man das machen muss. Aber wenn man jetzt wirklich eingekreist ist und man hat keine andere Wahl, dann hilft das manchmal. Nur mal so, das habe ich zumindest mal gehört. Wenn ihr jetzt mit einem Bären redet und er haut euch aufs Maul, dann ist halt so. Ich übernehme keine Garantie. Ich werde schon wieder unflätig, das liegt an der Tageszeit. Versuchen wir mit ihm zu reden. Ja, das könnte ein Kind sein, das uns einen Streich spielt. Hey, du da. Wow, warte, Shuji. Wie schwer müsste ein Kind sein, um so tiefe Fußabdrücke zu hinterlassen? Du achtest in Gefahrensituationen auf die richtigen Sachen. Fußabdrücke? Ja. Pass auf, Shuji.
Was zur Hölle? Es hat mich kaum erwischt, aber was für eine Kraft. Alles in Ordnung, tut mir leid, du hast mich da eben gerettet. Das ist übel, verschwinden wir besser. Eine unbekannte Kreatur stürmt direkt auf uns zu. Was ist hier los? Das ist eine verrückte Situation. Wieso zur Hölle passiert sowas? Alles okay, Aoi? Oh nein, Aoi ist ihm gefallen. Das Felsmonster ist hier unterwegs. Halt, bleib weg von ihr. Ich darf nicht zulassen, dass das Aoi ihr etwas antut. So, und jetzt kommen uns bestimmt unsere Digimon zur Hilfe. Das Ding hat mich einfach weggeschleudert. Oh, Mist, aua. Mann, hat das Ding eine Kraft. Ich kann von Glück reden, dass ich nur ein paar Kratzer abbekommen habe. Die anderen. Hey Leute, seid ihr in Ordnung? Hey Takuma, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, ist alles meine Schuld. Alle scheinen wohl auf zu sein, irgendwie. Nebel ist überall. Und zu meinen Füßen sind rosarote Spinnenlilien unheimlich. Leute! Seid ihr noch da? Na. Ah. Oh, ganz viele Gotsumon. Verdammt, wann hat es sie denn in die Enge getrieben? Das ist übel, es kommt näher. Wir werden gleich richtig was abbekommen. Können sie irgendwie entkommen? Was zur Hölle, hä? Irgendwie ist mir schwindelig. Bin ich taub? Es hat mich doch schwerer erwischt, als ich dachte. Oder ist das? Was? Gerade jetzt ein Erdbeben? Das Beben wird immer schlimmer. Sind alle okay? Vorsicht, Leute, passt genau auf, wo ihr hintretet, sonst. Oh! Landen wir jetzt in der Digi-Welt? Was ist, Shoji? Wobei man ja auch sagen muss, theoretisch kann es ja auch sein, dass die Legenden die Digimon verändert haben. Funktioniert ja auch tatsächlich, dass Digimon. Daten sind ja nichts anderes als Informationen und wenn Digimon die aufnehmen, verändern sie sich. Ich versuchte einen Schritt nach vorn zu machen, als der Boden plötzlich unter mir wegbrach. Ich fiel in ein tiefes Loch, das mich geradezu anzuziehen schien. Ich wusste nicht einmal, was mit den anderen geschah. Unkontrollierte Entwicklung, Felsrutsche, ich erinnerte mich an die Worte des Professors. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, in dem wir in Kapitel 2 kommen. Oh, wir haben das Intro. Intro. Oh, ich mag die Intro-Musik. Takuma, Momosuka und Agumon. Das setzt gleich so eine melancholische Stimmung. Oh, Minoru, Hinata und Falcomon. Ein grünes Falcomon. Interessant. Ich hätte ihm ein anderes Partner-Digimon gegeben. Aoi, Shibuya und Labramon. Verstehe ich. Verstehe ich. Bei ihr verstehe ich's. Shuji, Kayama und Lopmon. Weiß ich nicht, ob ich damit einverstanden bin. Oh, bei ihr finde ich, wie das passt. Saki, Kimishima und Loramon. Bei ihm. Könnte passen. Ryo, Tominaga und Kunemon. Kaito, Shino, Nome und Drakmon. Bin ich mir noch nicht sicher, ob es passt. Bei ihr finde ich passt.
Von der Kleidung her ja, aber vom Digimon her nein. Mio, Shinomoto und ja, das andere. Und Professor. Er heißt nur Professor, ehrlich. Und wir sind jetzt in einer Art Geisterwelt, oder wie? Haru und Miyuki. Und jetzt geht's los mit Digimon Survive. Oh, es setzt die Stimmung halt mal richtig gut. Es setzt sie richtig gut. Weiß bloß nicht, ob ich Agumon als Partner haben möchte. Achievement, das Abenteuer beginnt, habe ich gerade gekriegt. Bedeutet, jetzt geht's wohl wirklich los. Bin ich in Sicherheit? Bin ich unter dem Schrein? Offenbar bin ich an einen Erdrutsch geraten. Oh, hey Leute, sind alle okay? Wo sind denn alle? Bin ich jetzt erstmal alleine und muss die anderen erstmal wieder finden? Mir dröhnt der Schädel. Ich kann niemanden sehen. Hier sind sie offenbar nicht. Vielleicht sollte ich mich mal etwas umsehen. Im Moment kann ich mich nur umsehen. Okay. Okay, hier gibt's alles. Mein Handy habe ich gerade nicht. Sie sind nicht hier. Da bin ich aber erleichtert. Dann sind sie nicht in den Erdrutsch geraten. Ich sollte mich woanders umsehen. Okay, tiefer Wald, tiefer Wald. Achso, ja, da suche woanders weiter, ja. Haben wir noch die Spinnenlilien? Hier ist überall der Boden eingestürzt, aber keiner meiner Freunde ist zu sehen. Ich sollte mich woanders umsehen. Gut, sie liegen auch nicht tot im Gras. Das gefällt mir schon mal. Hier ist keiner. Vielleicht finde ich ja woanders eine Spur von ihnen. Ich sollte mich auch woanders umsehen. Ist das das wirkliche Agumon-Geräusch aus Digimon World 1? Wirkt ein bisschen neu gemacht, aber es scheint das gleiche Grundgeräusch zu sein. Von da vorne kommen Geräusche. Sind das wieder diese Felsmonster? Oh nein, sie kommen hierher. Ich muss schnell verschwinden. Das erinnert mich jedenfalls sehr an das Geräusch. Okay, ich glaube, sie verfolgen mich nicht. Ich habe es irgendwie zurück zum Schrein geschafft. Keiner hier, kein einziger Mensch. Hey, Minoru, Aoi. Ist hier jemand? Kein Mucks, wo zur Hölle sind die? Vielleicht geht ja jemand ans Handy. Ich rufe Minoru an. Kein Netz? Verdammt, das Handy hilft mir auch nicht weiter. Was? Hat sich da gerade etwas bewegt? Oh Mann, hier ist irgendwas. Ist das schon wieder dieses Felsmonster? Das Geräusch ist verschwunden. Was auch immer es ist, es will mich offenbar nicht angreifen. Ich spring das nicht an, ich gehe nah ran. Nicht zu wissen, was mich da erwartet, möchte ich ganz kirre. Ich versuche näher ranzukommen. Werde versuchen, das Ding möglichst nicht aufzuschrecken. Hä? Es ist weg? Wo in aller Welt? Hey, da drüben bewegt sich das Gras, also als versteckte sich dort etwas. Ich sehe zwar nichts, aber irgendwas ist da. Oder etwa doch nicht. Das erinnert mich an das letzte Mal. Einfach hingehen, ruhig abwarten. Was hat Minoru gesagt? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, mir fällt ein, dass Minoru vorhin etwas gesagt hat.
Irgendwas mit komische Bilder aufnehmen mit seiner... Er hat durch seine Handykamera gesehen. Könnte ein Foto machen. Ja. Genau das habe ich nämlich auch gesagt. Also ein Koromon. Boah. Was zur Hölle war das jetzt gerade? Für einen kurzen Moment habe ich tatsächlich etwas gesehen. Dadurch kann ich es sehen. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll, wenn es mich wieder angreift. Der rumzusitzen bringt mich nicht weiter. Ich werde mich mit der Kamera umsehen. Aber, da ich nicht weiß, wie er zu den 30 Minuten steht, finde ich, ist das hier ein guter Moment für einen Cut, weil ich soll ja sowieso nicht zu schnell durchkommen. Also es wurde ja gesagt, innerhalb der ersten 2 Monate soll man nach Möglichkeit bitte Spoiler für ab Kapitel 5 ankündigen und dementsprechend möchte ich da gar nicht zu weit vorpreschen. Dementsprechend würde ich sagen, ihr lasst mir jetzt für den Part ein nettes Kommentar da. Sagt mir, was ihr davon haltet, wenn ich 30-minütige Parts mache. Weil ich glaube, in so einem Storyspiel kommen wir ansonsten nicht wirklich weiter und es passiert zu wenig und ich möchte nicht, dass ihr das Interesse verliert. Also schreibt mir das auf jeden Fall bitte und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Digimon Survive. Bis dann, euer Wolf.